die ist trotzdem blau, ne? Was übersehe ich? Was übersehe ich? Ich übersehe doch irgendwas. So mehr als die drei Farben gibt es, glaube ich, nicht. Es bleibt schwarz-weiß. Ja, warte mal, wir gucken mal nochmal. Jetzt sieht es anders aus. Die Schubfächer gehen alle nicht mehr, also das Thema ist erledigt. Oh, warte mal. Was ist das hier? Ist das eigentlich jetzt so blockiert, der Fernseher? Und da ist ein... Ich verstehe es nicht. Ist das rote Leuchten auch zu sehen? Nein. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es leider nicht. Kann man nichts mehr ändern. Es verändert sich farblich mit. Jetzt zeigt es nun. Hä? Der einzige Hinweis, der hier wäre, wäre der komische Mond. Aber... Der einzige Hinweis ist der Mond. Es ist egal, welche Farben ich hier aktiviere. Es gibt ein Bild, da ist das Ding hier zu sehen.
Jetzt ist es hier wieder blockiert. Und ich kann es nicht drehen. Gesperrt. Das ist genau das, wie es gerade zu sehen ist. Aber was bringt mir das? So, wenn ich das Grün rausnehme, sieht man es genauso, richtig? Nee, wenn ich Grün rausnehme, sieht man es immer noch so wie... Interessant. So, die Codes, die wir hier haben, die hier plus das Grüne, ist meines Erachtens fürs Anrufen. Wenn ich nur Rot lassen sollte, deshalb... Habe ich das schon probiert, nur Rot zu benutzen? Weil da auch nur Rot ist... Probier mal nur Rot. Ich kann nichts tippen. Das kann ich auch nicht. So, wie sieht denn jetzt das Bild eigentlich aus? Ja, das Bild sieht so aus, wie ich gerade die Farben habe. Versteht sich ja von selber. Deswegen sieht es auch immer so aus. Aber irgendwas sagt mir oder will es mir sagen. Oder muss ich... Habe ich schon? Ich nehme mal Rot auch noch weg. Ich glaube zwar nicht, dass es was ändern wird, aber... Davon eine ganze Menge. Jetzt beim Ernst, ich habe keine Ahnung. Ein paar Sachen haben wir ja nur schon rausgekriegt. Durch stumpfes Ausprobieren. Rot macht auf alle Fälle Gelb und Rot Anteil. Also es ist kein Gemisch. Sobald Rot aktiv ist, warte mal. Aber mit dem Fernseher hat das mit Sicherheit nichts zu tun. Das ist jetzt wahrscheinlich nur eine ganz dämliche Beobachtung gerade. Mir fällt das bloß gerade auf, weil der Schalter durch das Rot hier blockiert das. Wenn ich jetzt das Licht einmal so mache. So, es gibt ja bloß drei Stellungen. So. Und jetzt das Rot wieder aktiviere.
Ist der Schalter jetzt an anderer Stelle gesperrt? Ich glaube, ich muss mal kurz nachgucken. Nee, aber echt jetzt, ich habe keine Ahnung. Und ich will jetzt nicht irgendwie großartig. So, mal gucken. Warte mal, ich habe hier, glaube ich, eine Textanleitung. Kleinen Moment. Warte mal. Nur als Hinweis. Moment. Ob es das so ist? Nee. War er grad was? Nee, ne? Nee. So, was ist denn das hier? Da fehlt doch die Hälfte. Gucken, dann soll hier irgendwas sein. Aber ich wüsste nicht wo. Irgendwie haut das alles nicht so hin. Ja, ich will ja keinen Videoguide. Ich will das ganz normal hier sehen. Haben wir hier noch was? Moment. Ich brauche einfach nur einen ganz stupiden, blöden Hinweis. Einen ganz kleinen. Nee, da auch nicht. Das hier? Nur einen Hinweis, wie es hier weitergeht. Ich will kein Video oder irgendwas, nur einen Hinweis. Keine Videos. Na komm. Wieder lange Leitung hier. Hauptweise Werbespam-Gedöns. Was ist hier? Das Puzzle haben wir auch. Das haben wir auch. Ja, ich kann ja nicht wählen. Ich habe jetzt gerade was Holländisches hier, aber das hilft mir nicht viel weiter. Da sehe ich das jetzt nur anhand der Bilder. Aber wie gesagt, das hilft nicht so sonderlich. Ich will doch kein Video. Eigentlich ist das bloß ein kurzes Spiel, logischerweise. Ich weiß auch nicht, wozu ich den Mond habe. Das war nur aus Versehen, dass ich den Mond mitgenommen habe. Haben wir hier noch was? Ah, warte mal, hier haben wir, glaube ich, was.
Ach so, das ist bloß die Demo. Ist klar, dass es dann so kurz ist. Toll. Pam, 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 pam. Was haben wir hier noch? Tja, ich habe keine Ahnung. Ich müsste mir jetzt ein Video angucken, um zu sehen, wie es weitergeht. So, wir haben bis auf das Grüne alles aktiv. Ich bin mir felsenfest sicher, dass das die Telefonnummer ist, die wir hier anrufen müssen. Bin mir felsenfest sicher. Aber ich kann nichts wählen. Das ist mein Problem, weil wahrscheinlich die Farben hier nicht richtig sind. Und ich nicht weiß, ob ich hier alles korrekt eingefärbt haben muss oder nicht. So, ich nehme mal den sicherheitshalber mit, falls ich hier irgendwas übersehe oder so. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo was anderes zu gucken. Noch ein Hinweis oder so. Oder ich muss hier mit der... Naja, hier muss ich ja auch nicht ran. Habe ich ja probiert, ne? Genau. Irgendwas fehlt. Rot und lila. Das ist auch noch irgendein Hinweis für früher oder später. Einfach gerade sagen, oben bewegt sich was, aber das sind die Ventilatoren. Was mache ich mit dem Mond? So, hier komme ich nicht weiter ran, außer alles abmachen, ne? Warte mal. Moment. So. Ist das ein Hinweis? So und so. Hier ist nämlich so ein Fernseher. Warte mal. Vielleicht ist das ja ein entscheidender Hinweis. Vielleicht aber auch nicht. So, jetzt ist der so eingestellt wie wieder hier unten. Ändert aber nichts. Müssen wir jetzt...
Müssen wir jetzt alles andere wieder rausnehmen? Spiele, sage ich dazu nur. So, das Ding hilft mir auch nicht weiter. Das auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Das können wir auch nicht weiter zumachen, was jetzt nicht tragisch ist, aber das wäre noch so ein Anhaltspunkt gewesen. Ich mir wohl doch ein Video angucken. Kann doch nicht so kompliziert sein. Auch das hier mit der Schallplatte habe ich auch noch nicht verstanden. Obwohl doch, mit der Schallplatte ging hier unten das Ding auf und wir haben das rote Ding bekommen, das rote Dreieck. Warte mal, pass auf, ich werde mir mal jetzt den Spaß machen. Ich muss kurz ein Video angucken. Mal gucken, ob ich da was finde. Ja. Nee, oder? Warte. Reicht das schon aus vielleicht? Und wenn das so ist, wüsste ich nicht warum. Als Münze benutzen. Oh. Oh, diese Schmerzen. Oh. Okay, 7334. Hilft das? Okay, dann 1227. Habe ich Geld wieder zurückgekriegt? Ja, okay, ich habe den Mond wieder gekriegt. Das ist das Bezahlungsmittel. 7334. Okay, es regnet. Sehr gut, glaube ich. Oh, das Bild. Das sieht so
wir legen das mal auf den Wagen rauf. Hier drauf, oder? Ach, guck mal, jetzt... Was ist jetzt mit dem Fernseher? Wenn du denkst, du bist fertig, ne? Ne, Quatsch. Okay, alle Farben sind in dem Bild auch wieder an. Aber das wäre jetzt der nächste Ort wahrscheinlich, wo was passieren würde. Am Fernseher. Er hat mir auch nur das Bild gezeigt, wie es aktuell aussieht. Oh, hat. Warum? Vielleicht? Nein. Nicht. Was könnte denn der Quatsch wieder sein? Ach so, der Koffer ist jetzt auch weg. Okay. Das heißt, der Koffer ist gar nicht mehr zu benutzen weiter. Oder ist oben irgendwas? Nee, glaube ich nicht. Ist die... Warte mal, was ist denn, wenn die Position entscheidend ist? Ja, das ist das erste Bild, was wir irgendwo in der Hand haben. Was ist denn, wenn... So... So. Nee. Der zeigt nur das Ding an. Hä?
Das muss irgendwas mit dem Fernseher darum zu tun haben. Ach, jetzt kann ich es nehmen. Habe ich das nicht vorhin probiert? Okay. Jetzt gehe ich nochmal unten gucken, richtig? Wenn ich jetzt die anderen Farben wegnehme? Nö. Oder ich muss Rot wegnehmen. Wenn das vielleicht mit Rot zusammenhängt? Immer rot weg. Weil jetzt ist die Sperre nämlich nicht mehr dann da, ne? Okay. Jetzt wieder aktivieren oder wie? Ein Pinsel. Warum ist das Blau jetzt hier unten? Farben sind alle weg, ne? Sind die wirklich alle weg? Eigentlich nicht. Aber wir... Ah, okay, wir müssten die alle mitnehmen. Oh, warte mal. Hier ist wieder... Moment. Irgendwas durchgucken. Hier zum Beispiel. So, dann holen wir uns das Rote noch. Oh, was ist da? Was ist? Oh. Können wir wieder gucken. Wo war denn... Wo war denn noch sowas? Warte mal, was ist hier passiert? Guck mal hier. Oh.
hier wieder Karte mit Loch? Achso, wir können sie bloß austauschen. Lichtstrahl. Ah, okay. Wir können runtergehen. Ich spring mal nach unten. Jetzt verstehe ich das auch mit der Lochkarte. Okay. Was ist das hier? Sind die Sichtungen? Oh. Was? Oh. Können wir das abschalten? Ne, wir sind doch lange nicht fertig, wa? Was ist das? Noch mehr? Noch mehr? Anderweitige Sichtung? Da kommen wir nicht weiter. Aber hier ist... Schau mal. Sind noch nicht zu Ende? Doch. Ich hab's nicht ganz verstanden. Ich mach da keinen Hehl draus. Aber war schön. War mal anders, ja. Bis auf die eine Stelle, die ich dachte, ich hätte das probiert. Mit dem Mond. Aber ich glaube, ich habe die Stelle nicht gefunden oder korrekt eingeworfen, weil da hätte es wahrscheinlich ein bisschen Feedback gebraucht, dass man da was reinschmeißen kann. Aber ich glaube, dann wäre es auch zu schnell, also noch viel schneller als jetzt zu Ende gewesen. Das waren jetzt mit sehr viel Suchen, ich glaube mal runtergebrochen wäre es weniger als eine halbe Stunde. Runtergebrochen sind es jetzt so eine Stunde, 40 Minuten hier. Gut. Aber schönes Spiel. Also mir hat es sehr gut gefallen. Ich fand es vom Grafischen her simpel, einfach, aber eben halt sehr prägnant aufgrund dieser Farbspielereien. So als kleines Feedback hätte ich mir, also an einer Stelle war es mal, dass man unterschiedlich die Farben zusammensetzen musste, um eben halt was anderes zu erreichen. Das hätte ich mir öfter gewünscht. Das wäre zwar ein bisschen Rennerei gewesen, aber so hätte man vielleicht auch Mischfarben zusammensetzen müssen, um eben halt andere, ja, weiß ich nicht, vielleicht auch eine falsche Fährte oder so eben halt zu entdecken und dann durchzuziehen. Ne?
wäre vielleicht interessant gewesen. Ansonsten sehr mystisch. Ich habe es nicht ganz verstanden, was damit gemeint ist, aber sicherlich gibt es bestimmt da den einen oder anderen Hinweis. Und ja, ich glaube, das soll es auch an der Stelle heute Abend gewesen sein. Fürs neue Jahr halt das erste Spiel, ne? Und mal gucken, was wir alsbald dann weiterspielen werden. Neben Star Wars Jedi Fallen Order. Das steht ja immer noch dann auf dem Programm, ist ja noch lange nicht zu Ende. Ich glaube, da bin ich vielleicht, wenn es hochkommt, zur Hälfte, aber ich denke mal, ich bin da noch einen Ticken weiter. Nicht einen Ticken weiter groß. Vielen Dank fürs Spielen, genau. Danke fürs Spiel erstellen. Ja, wie gesagt, ich fange jetzt kein neues Spiel an der Stelle an. Ich glaube, das macht nämlich keinen Sinn, da ich dann wahrscheinlich in einer viertelhalben Stunde dann eh unterbrechen müsste, denn morgen heißt es erstmal wieder früh aufstehen. Im neuen Jahr heißt es ja auch wieder arbeiten, logischerweise. Deswegen an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns alsbald wieder. Bis dahin, euer Firefox.